Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Produktvorstellungsvideo. Mir hat Gearbest mal wieder was geschickt, beziehungsweise Gearbest will mir permanent 3D-Drucker schicken. Ich habe jetzt ja neulich mal gesagt, nee, ich brauche keinen 3D-Drucker mehr. Ich würde gerne andere Produkte vorstellen. Deswegen habe ich denen ja auch geschickt, dass ich gerne eine Dashcam hätte. Könnt ihr euch hier oben mal angucken, das Video zur Dashcam. Und ich habe denen auch geschrieben, ich hätte gerne einen Staubsaugroboter, den ich reviewen möchte. Und habe dann den Link zu dem hier geschickt und ich habe gekriegt und ich bin richtig froh drum. Es handelt sich hier um einen 360 Robot Vacuum Cleaner S6 Lite, Links und so weiter in der Videobeschreibung, 14,8 Volt, 30 Watt, Designer 360 Corporation, ja, Charging Parameters, 24 Volt, 1 Ampere, CE-Zeichen, EAR, alles drauf, was man gerne haben möchte. Es ist ein Staubsaugroboter. Ich habe ja bereits einen Roomba, zwei Roombas. Und ich will ja echt keine Minderheiten diskriminieren oder irgendwelche ausländerfeindlichen Floskel oder so verwenden, aber er tut sich selber. Er ist selber schuld. Er redet mich mit Master an. Also Master, the cleaning is finished und so weiter. Also kann ich nicht anders, als mich über diesen kleinen chinesischen Sklaven freuen. Er ist nämlich echt ein kleiner, braver Chinese, der den ganzen Tag fleißig vor sich hin staubsaugt, wenn man das so will. Und er macht seine Arbeit echt gut. Er hat eine App dabei, man kann ihn von der App aus steuern. Das ist unglaublich praktisch. Er hat Raumerkennung, also er erkennt quasi den Raum. Scannt den Raum mit diesem Ultraschall oder was auch immer, Radar da oben drin. Das ist so eine Scheibe, die dreht sich da innen drin, wenn er fährt. Und dadurch scannt er den kompletten Raum. Baut sich dann eine Karte auf in der App. Und fährt den Raum wirklich intelligent ab. Er fährt erst die ganzen Kanten ab und macht dann meanderförmig den gesamten Raum. Und das ist total, total genial. Also der ist total schnell und der erwischt wirklich, ich sag mal, zu 95% jeden Fleck von dem Raum durch diese Methode. Und das hat definitiv was, weil diese chaotische Rumfahrerei, die die Roombas haben, die nervt, weil er fährt ewig rum und erwischt vielleicht doch einen Fleck nicht. Und das ist bei dem echt total genial gelöst. Er hat auch eine Mehrraumerkennung, das heißt, wenn man den jetzt im Wohnzimmer startet, man hat keine Türabsätze, der könnte theoretisch in den Flur rausfahren, macht er das dann auch. Er sieht ja quasi, da ist eine Tür, also eine Engstelle erkennt er, sieht mit dem Ultraschallsensor, ah, da hinten geht's weiter, macht erstmal das Wohnzimmer fertig und fährt dann in den Flur. Dann sieht er natürlich mit dem Radar, wenn er das erste Mal hinfährt, oh, da ist noch ein Raum, toll, macht den Raum konsequent Stück für Stück. Und falls er irgendwo noch eine offene Tür mit einem weiteren Raum sieht, holt er sich auch den Raum und putzt den ganz konsequent. Man kann dann in der App allerdings, wenn er mal die Karte aufgebaut hat, richtig tolle Sachen machen. So eine Beispielanwendung: kommt heim, geht in den Flur, geht in die Küche, macht Abendbrot, isst dort erstmal und geht dann ins Bett. Liegt dann im Bett, hat seine Handy-App wundervoll da, klick, klick, klick und sagt dann mit diesem Specify, kann man quasi Flächen definieren und dann sieht man auf der Karte, ach, das ist die Küche. Dann ziehe ich eine Fläche über die Küche und sage Go Cleaning. Dann düst er aus dem Flur, ich habe ihn jetzt aktuell im Flur stehen, düst er vom Flur in die Küche, holt sich die ganzen Krümel, die vom Tisch gefallen sind beim Abendbrot und geht dann wieder laden. Und das Ganze vom Bett aus. Also es ist definitiv eine ganz tolle Funktion, die ich, möchte es nicht sagen häufig, aber doch schon sehr häufig nutze. Er findet sich auch in den Räumen zurecht, fährt von Raum zu Raum. Wenn der Akku unter 20% fällt, dann fährt er einfach von da, wo er gerade ist, zurück zur Ladestation und lädt sich wieder auf. Also auch praktisch. Wenn er dann, glaube ich, bei 80% oder so ist, fährt er wieder los und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Er kennt auch echt die Räume sehr gut. Also wenn man den mal ein Stück wegträgt in einen anderen Raum oder so, dann, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, so oft der Technik ist. Brillant. Dann weiß er, oh, jetzt bin ich im anderen Raum. Also der erkennt quasi an der Wandstruktur und so, ich bin in einem anderen Raum. Begrenzt. Irgendwann sagt er, ich kenne mich nicht mehr aus, wo ich bin, ich repositioniere mich mal ein bisschen. Und dann fängt er wieder neu an mit der Landkarte, aber an sich macht er das echt sehr, sehr gut. Auch wenn man jetzt irgendwas frisst, also wenn der jetzt da irgendwie rumfährt und da liegt irgendein Ladekabel oder was am Boden und er wickelt sich drumherum, dann sagt der Master, please help, I'm stuck oder sowas. Dann kann man umdrehen, dann haut man quasi auf dem Rücken, dann zieht man das Ladekabel wieder aus der Rolle hier unten raus und dann entsprechend stellt man wieder hin, drückt wieder auf Start und der fährt wieder weiter. Also der macht dann an dieser Stelle problemlos weiter, wo er aufgehört hat.
Ansonsten von der Bedienung her sehr angenehm. Man kann alles Mögliche machen mit der App. Also er zeigt den Batteriestand an, die Cleaning Time, die Cleaned Area, die er gerade hat. Er hängt mit WLAN dran. Also man braucht eine 2,4 GHz WLAN-Verbindung. Hat man in der Regel eh an der Fritzbox und so dran. Und dann kann man quasi ins Gerät reingehen und sieht ganz, ganz toll alles Mögliche. In dem Fall, ich habe jetzt halt hier gerade so ein bisschen gestartet. Deswegen der Raum, der gerade hier aufgebaut ist, ist nicht korrekt. Man hat hier unten, wie gesagt, Standard-Mode, Quiet-Mode, Powerful-Mode, dass er die verschiedenen Lautstärke-Typis hat. Man könnte jetzt direkt mit Sweep putzen schicken. Bei More gibt es ein paar tolle Funktionen. Man könnte jetzt eine Map selektieren. Also er hat quasi eine Liste von den Räumen, die er erkannt hat und so weiter. Und da kann man sich dann entsprechend einen Raum herholen. Wie hier jetzt zum Beispiel diese ganze Thematik, das wäre jetzt entsprechend die Wohnung, also hier Schlafzimmer, wo ich gestaubsaugt habe, Flur, das da oben wäre eine Küche und das da oben wäre ein Wohnzimmer, wenn man es denn weiß. Ich meine, datenschutztechnisch, ich glaube nicht, dass man da mit diesen Räumen irgendwie was anfangen kann. Also ich persönlich habe da jetzt wenig Angst, wenn das jetzt irgendwie auf einer Cloud oder so bei denen liegt. Gibt vielleicht Leute, die haben Angst davor. Es gibt ein Schedule. Da kann man jetzt sagen, keine Ahnung, Clean One, Standard Mode 1430, man kann sagen, welche Wochentage er das putzen soll und so weiter. Also wirklich ganz, ganz raffiniert gemacht eigentlich. Man hat eine History, wo man halt auch nachgucken kann, wann hat er gestaubsaugt. Jetzt gerade 5 Sekunden, 18 Minuten, sieht man wirklich genau, wie viel Quadratmeter er gestaubsaugt hat und wie lange er dafür gebraucht hat. Ganz oben sieht man jetzt, damit ihr auch mal eine Vorstellung habt, wie lange das Ding bei mir schon im Einsatz ist, 827 Minuten läuft er schon, hat ungefähr 680 Quadratmeter geputzt und ich habe 59 Mal gestartet. Das wäre quasi die History. RC-Mode, man kann ihn auch steuern mit dem Handy, dafür muss er aber im selben Netzwerk sein, was er bei mir nicht ist, denn der Staubsauger ist im Gastnetzwerk, ich will ihn nicht im Firmennetzwerk haben. Update, da macht dann Firmware-Update. Positioning, sagt er, I'm here, weil man kann ihn ja auch mal verlieren. Ich meine, es gibt einen Fall, gibt Fälle, wo er verirrt sich irgendwie unterm Sofa und findet nicht mehr raus und dann sucht man verzweifelt den Staubsaugroboter und so ruft er wenigstens, wo er ist. Do not disturb Mode, das wäre quasi an der Nacht, kann man das einstellen. Ich habe das von 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens eingestellt. Einfach, dass da halt auf jeden Fall nicht der Staubsauger losläuft, weil irgendjemand spielt mit dem Handy rum, auf einmal fängt der Staubsauger um 3 Uhr morgens an zu staubsaugen und dann kriegt man mächtig Probleme mit den Nachbarn. Will man auch nicht machen. Maintenance, da zeigt er einem ganz, ganz toll an, Filter Remaining, also wenn man halt den Filter dann ausputzen soll, oder Mainbrush, Sidebrush, Sensors. Also noch 2 Stunden, dann sollte man mal die Sensoren so ein bisschen abwischen. Klickt man dann einfach hier auf Cleaned, Chuck, und dann ist die Sache wieder erledigt. Ich meine, einmal mit einem feuchten Tuch drüber, die sind eh kaum verschmutzt bei mir. Aber er sagt es an, das ist schon mal praktisch, bevor man dann eine Fehlfunktion kriegt. Share Device, man könnte das Teil auch mit anderen Freunden teilen, damit quasi man zu zweit den starten kann oder so weiter. Für eine Familie vielleicht ganz sinnvoll. Einstellungstechnisch, man kann den Namen einstellen, man kann die Lautstärke einstellen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe den gleich auf 10% gestellt, denn I'm here. Das wäre die Standardlautstärke, die eingestellt ist, 100%. Und das ist einfach viel zu laut. Also der brüllt sich da einen ab. Das stört vor allem in der Nacht, weil wenn der halt irgendwie, wenn man in der Nacht rumspielt und nur ein bisschen probiert, das ist echt laut, man weckt da jeden, also das ganze Haus ist wach. Push Notifications, er schickt Push-Nachrichten ans Handy, total toll. Device Light macht Sinn, da sieht man, dass er eingeschalten ist. Man kann ihn rebooten, reconnecten, also definitiv ein schönes Teil. Man kann auch hier direkt ein Firmware-Update machen, hier bei Update. Dann checkt er quasi die Firmware. Wenn es eine neue gibt, lädt er die runter, lädt sie drauf. Geht einwandfrei, habe ich auch schon gemacht. Die App wird auch regelmäßig upgedatet. Von dem her definitiv ein schönes Teil. Und wenn man jetzt hier so hinstellen würde und ich klicke jetzt hier auf Sweep, dann fängt er an zu staubsaugen. Jetzt zwar hier auf dem Tisch, was vielleicht eher ein bisschen ungünstig wäre. Have a rest. Aber ansonsten echt ganz, ganz toll. Ich zeige euch nochmal hier schnell das Specify. Man kann also hier mit Specify einfach eine Fläche definieren, wo man sagt, ja, jetzt tu hier putzen und zwar einmal oder zweimal. Und dann sagt man Go Cleaning und er geht los. Oder eben Block Off, dass man ihm einfach sagt, ja, hier darfst du jetzt nicht rein, weil da steht meine Wingvasensammlung und du sollst die bitte nicht umwerfen. So zum Beispiel.
Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen, wie er staubsaugt. Also hier seht ihr jetzt mal ein schönes kleines Video im Schnelldurchlauf, wie er entsprechend am staubsaugt. Ich habe jetzt den Raum gereinigt. Der Staubsauger fährt danach ja vollautomatisch zurück zur Ladestation. Wenn man nicht die Tür zumacht, Schuhe im Weg liegen oder sonstiges. Aber er findet in der Regel wieder zurück, lädt sich dann auf, leert sich aber natürlich nicht aus, weil so weit sind wir ja noch nicht. Man hat hier oben den Knopf, da steht Open. Dann sagt er, dass ihm der Dustbin fehlt. Und dann hat man quasi hier dieses Teil mit dem entsprechenden Dreck drin. Das kann man dann hier ganz einfach aufklappen. Dann hat man quasi hier den Staub drin. Ist echt praktisch, und dann kann man nochmal durchgucken. Gerade zum Thema, liegt noch Lego drin im Staubbeutel oder so. Schüttet das Ganze einfach in Mülleimer rein. Und dann ist das eigentlich wieder sauber und einsatzbereit. Was er noch weiters drin hat, das sieht man hier oben. Da war ich ganz begeistert, wo ich das erste Mal gesehen habe. Der hat hier so einen Feinfilter drauf. Den kann man mal abklopfen. Der quasi den feinen Staub wegnimmt. Und unten drunter hat der so einen richtig echten Luftfilter. Und zwischen diesem Feinfilter und dem Luftfilter hat er nochmal so einen Schaumstoffvlies. Also echt, also hier richtig so, wie man es kennt, aus dem Luftfilter vom Auto. Ein richtig echter Luftfilter. Ja, mit Dustbin auslernen ist es aber halt nicht getan. Wer schon mal einen Staubsaugroboter gehabt hat, wer ihn länger schon betreibt, der weiß, dass eigentlich die Arbeit, die man mit Putzen spart, die verbringt man mit Reinigen des Roboters. Kommt natürlich drauf an, ich meine, gerüchteweise habe ich ja lange Haare. Die wickeln sich natürlich überall drumherum. Wenn man Haustiere hat, die Haare wickeln sich natürlich überall drumherum. Deswegen gibt es ja auch so ein kleines Bürstchen, da kann man das ein bisschen sauber machen. In diesem Maintenance-Dingen steht ja auch drin, wann man den putzen soll. Wipe the Sensors, also dass man quasi einmal da oben mit einem feuchten Tuch drüber wischen wird oder so. Das Schlimmere an der ganzen Geschichte ist die Unterseite. Die Bürsten hier, die laufen noch relativ frei und gut. Der hat hier sogar eine kleine Bürste hier innen drin, die quasi hier unten drunter auch nochmal so ein bisschen die Sensoren Freiputz, die auch dafür sorgt, dass sich hier keine Haare und so drum rumwickeln können. Das ist total genial. Das habe ich jetzt noch bei keinem Roomba und so gesehen. Finde ich gut gelöst. Die Rolle hier, die quasi erkennt, ob er sich dreht oder nicht mit diesem schwarz-weißen Muster. Da sind auch ab und zu Haare drin. In dem Fall jetzt keine. Was natürlich Haare drin hat, ist ganz klar, ist die Hauptbürste. Die befindet sich hier unter dem Deckel. Hier ist so eine kleine Gummilippe. Und in dieser Hauptbürste, die zwei Deckel auf der Seite gehen ab, befinden sich natürlich Haare, die wickeln sich hier drumherum. Es ist zum Glück so ein Messer dabei bei diesem Adapter. Hier drin, ich habe das jetzt noch gar nicht probiert, wie gut das geht. Man kann da quasi hier so reinfahren und dann durchziehen. Ich habe es sonst auch immer mit einer Schere gemacht. Das geht natürlich auch, wenn man jetzt das Teil verliert, kann man es auch mit einer Schere machen. Aber es geht erstaunlich gut. Das Zeug hängt dann da drin. Kann man es wieder in Mülleimer werfen, entsprechend hier auch einfach drüber schrubbeln ein bisschen. Und dann ist das Ding relativ zügig wieder sauber, muss ich sagen. Geht wirklich gut. Also irgendwann wird so eine Bürste auch kaputt sein. Das ist ja auch bei diesen Maintenance-Dingens drin. Steht da auch, wann man die tauschen soll, glaube ich. Die kommt da unten wieder rein. Passt auf, dass sie frei drehen kann. Und somit ist das Gerät schon wieder sauber und wieder einsatzbereit, um das nächste zu saugen. Also nach all den Betriebsstunden, hier die Bürsten sind noch sehr gut beieinander, muss ich sagen. Gab mal so einen Überblick davon. Die Bürsten sind noch sehr gut beieinander. Die Ladekontakte sind total sauber. Beim Roomba sind die einen Tick tiefer, glaube ich. Die gucken so ein bisschen raus. Glaub schon. Da sind die schnell mal verdreckt. Und dann hat man das Problem, dass der nicht mal vernünftig laden kann, wenn er da drüber fährt. Die Sensoren hier unten sind sauber. Also da hat er hier diese Absturzsensoren, dass er nicht runterfallen kann, wenn irgendwo ein Hindernis und so weiter ist. Ansonsten das Gesamtgerät, Einschaltknopf, Knopf, mit dem man zum Laden schicken kann.
Als Anschlagsensor hat der Heavy mal erkennen kann den gesamten Ring. Und er ist unglaublich genial. Also gerade mit dieser Raumerkennung und so weiter, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ich kenne es halt von den anderen Robotern, dass die halt permanent, wenn die irgendwo staubsaugen, die ganze Zeit macht es dock, dock, dock. Der fährt halt immer irgendwo dagegen. Klar, wenn jetzt ein kleines Hindernis ist, ein niederes Hindernis, dann fährt er auch mal dagegen und scheppert. Aber so gerade Wände und sowas, da fährt er richtig sanft hin, erkennt die richtig gut und durch diesen gesamten Ring fährt er halt auch nicht wirklich rabiat oder stark an der Wand, beziehungsweise kommt gar nicht überhaupt in Berührung mit der Wand. Das habe ich bei anderen Staubsaugrobotern schon öfter gehabt, das Problem, dass er wirklich extrem viel dagegen fährt, und von dem her hier ein großes Lob dafür. Nachteile hat er natürlich auch, es ist doch nicht so, dass er nur Vorteile hat. Er hat einen Vorteil, und zwar ist sehr niedrig. Bedeutet, der versucht jetzt zum Beispiel bei diesem IKEA-Schwingsessel, den ich habe, nicht hochzuklettern. Der alte von mir, der ist da immer hochgeklettert, auch bei Türabsätzen ist der alte so ein bisschen hochgeklettert, weil er hier einen hohen Abstand hat, hat sich dann verhangen und kam nicht mehr vor und zurück. Das passiert bei dem zum Glück nicht, der hat durch diese scharfe Kante hier vorne auch relativ gut Erkennung von so niederen Objekten und klettert dann da gar nicht großartig hoch. Dieser Vorteil ist natürlich auch ein Nachteil. Ich muss halt alle Teppiche wegräumen, wenn ich den fahren lassen will. Also er hat halt wirklich das Problem, ich habe halt einige Fleckerlteppiche liegen und er kommt halt nicht drüber. Er kommt definitiv nicht mit diesen Fleckerlteppichen zum Beispiel klar. Im Kinderzimmer liegt so ein hoher Spielteppich, der ist so 3 cm hoch oder so. Da kommt er halt auch nicht hoch. Und wenn, dann kommt er vielleicht nicht mehr runter oder so. Ich weiß nicht, der kommt gar nicht hoch. Die Fleckerlteppiche schiebt er meistens so vor sich hin. Die haben ja diese Quasten an der Seite und die verfangen sich dann hier irgendwie an der Kante und dann schiebt er den Teppich so vor sich hin, bis er irgendwann doch vielleicht hochklettern probiert und irgendwann wieder hängen bleibt. Also Teppiche sind ein großes Problem. Ansonsten bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr zufrieden. Also er hat jetzt schon verdammt viele Betriebsstunden auf dem Buckel, der Staubsauger. Und er hat jetzt schon das Büro gesaugt, er hat die Wohnung gesaugt. Ich habe ihn auf dem Balkon laufen lassen, wo weiß Gott, wie viel Dreck drauf war. Und er hat wirklich immer sehr, sehr gut gesaugt. Gerade mit dieser Thematik, dass er halt den Raum scannt und dann intelligent abfährt, das finde ich schon verdammt, verdammt cool. Er ist halt auch schneller dann entsprechend. Die anderen Staubsauger, die fahren halt chaotisch eine halbe Stunde den Raum ab und der hat es halt in einer Viertelstunde erledigt. Von dem her kann man das schon als sehr positiven Punkt bezichtigen. Alles andere, also einziger negativer Punkt, vielleicht die App, die Anmeldung bei der App mit der Handynummer. Das könnte viele Leute, mich unter anderem, stören, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Ja, ansonsten Kaufempfehlung von mir, weiß nicht, 300 Euro oder 300 Dollar, sowas mit dem Dreh rum, ist definitiv eine Überlegung wert. Es kommt ja auch Weihnachten. Vielleicht will man ja seiner Frau einen Staubsaugroboter zu Weihnachten schenken. Das wäre sicher eine ganz, ganz hervorragende Idee. Dann braucht man sich wenigstens keine Gedanken machen, was man nächstes Jahr Weihnachten schenkt. Ne? Ansonsten Link zu Gearbest unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Staubsauger oder irgendwas anderes bestellt, kriege ich eine kleine Provision. Da freue ich mich natürlich sehr darüber, weil dann kann ich mein neues Zeug bei Gearbest bestellen und dieses Geld und euch zeigen. Ich schraube ihn jetzt definitiv mal nicht auf. Ich habe ihn echt lieb gewonnen. Er ist so ein kleiner Freund geworden in der Familie und ich habe einfach Angst, wenn ich ihn aufschraube, dass er kaputt ist. Wenn ich natürlich genügend Kommentare kriegen würde, die alle sagen, schraub auf, wir wollen wissen, wie das Radar funktioniert oder was auch immer, lasse ich mich vielleicht dazu breitschlagen. Ansonsten, nee. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video wieder. Ciao!